Vielleicht beides. Einen schönen guten Tag. Aber die Musik war alle, ja, die geht immer nur 3 Minuten, 2 Minuten 57 oder so. Ja. Stimmt, es ist viel zu still. Hallo Susel, hallo Frau Ling und hallo Herr Korgan, ich grüße Sie. Wieso hat er das Spiel schon wieder auf so riesig gestellt? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Ah, jetzt hat er wieder Globig. Ich kick mal. Ich geh mal kurz gucken, bevor ich euch hier was zeige. Urgh, die Ohren sind mal kurz explodiert. Option. Grafik. Du sollst nicht 3000, du sollst 1920 machen. Verdammt Scheiße. Ja. So. Hast du schon ein Nickerchen gemacht? Nee. Ich bin nicht dazu gekommen. Ich war ja unterwegs, war arbeiten. Oh, da haben sie wohl einen überfahren. Also klang zumindest so. Und dann noch ein bisschen zu Hause arbeiten. Und dann habe ich noch mit Jermaine und Leon gequatscht. Und ja. Das hat ein bisschen alles gedauert und dann war es schon so spät. Ich hätte fast verpasst zu streamen. Okay, die Frames sind auf 10 runter. Wieso ist denn der immer noch auf... Also, Alter. Alter, ich hab doch hier extra 1020 gemacht. Mal gucken, ob es besser wird. Richtig Bambusleitung. Warum? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, warum. Ich glaube, ich muss meinen Rechner wegschmeißen. Kann ich während des Streams das Profil ändern? Nee, ne? Nee, das ist ausgegraut jetzt. Und ich kann auch nicht umstellen von harte Ware auf softe Ware. Output? Nee, kann ich ohne. Ist alles grau. Alles grau. Hallo Frosty, grüß dich. Na? Guten Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich mach nochmal Batman an. Mal gucken, ob es jetzt gleich wieder auf 10 Frames runtergeht. Irgendwas ist doch da schon wieder am richtig abkacken. Aber richtig am abkacken, sage ich euch. Richtig scheiße. Ah. Es ist Midnight, so I cannot stay. Just a quick hello aus Australien. A quick hello from Berlin. Have a good night's sleep. Please go to bed earlier than midnight. Regenbogenherz hat die Susel uns geschmissen. So, könnte jetzt besser sein, oder? Rippohren. Du warst doch auch nicht eher im Bett. Du warst doch auch nicht eher im Bett. Was? Nee, ich war spät im Bett. Moin, moin. Korgan.
Moin, moin. Oh, Sniper. Hat mich direkt gesehen, oder? Dreckiges Schwein, wo müssen wir eigentlich hin? Hat noch irgendjemand eine Ahnung, was wir letztens gemacht haben? Hauptquest, ne? Main Objective. Aber wir wollten doch, glaube ich, auch noch mal... Wollten wir nicht hier hinten noch mal hin und gucken, dass wir da den Turm zurückerobern? Ich glaube ja, ne? Hallo, wie kann ich denn hier... Dass man mal was sieht. Könnte man nicht so Marker setzen? Ey, ich weiß nichts mehr. Y. So. Gamble 100. Oh, verloren. Hallo Micha, grüß dich. Bist du hoffentlich schon zu Hause? Gekämpft hast du und gestorben bist du. Was? Danke für den Follow. Vielen, vielen Dank. Tannispot, du bist ein Cheat. No, he's not a cheat. Don't say that. So, wir gehen jetzt hier wieder raus. Wir wollen... Wo wollen wir denn hin? Da hinten. Nach Norden, ne? Stimmt. Friedrichstraße. Na dann komm gut nach Hause, Micha. Und denk an die Maske. Ja, das Schiff vom Pinguin. Caustic Font 12. Vielen Dank für den Follow. Und habe ich auch sehr gut. Ich fand deine Maske heute sehr kleidsam. Wir hatten heute wieder ein bisschen Spaß. Der Micha und ich. Es war sehr lustig heute auf Arbeit. Wir haben vielleicht hier und da ein bisschen rumgealbert. Oh, nur ein bisschen. So, was war denn das Problem an dem Turm? Wisst ihr das noch, Ena? Wir haben uns ja noch gar nicht angeschaut. Kleidsam? Was ist das? Kleidsam mit K, wie Kleidung. Next Wednesday again. Ja, ich denke mal schon, dass wir nächsten Mittwoch wieder machen können. Ja. Ich bin Montag, Dienstag bin ich ja nicht da. Ne? Und dann könnte man am Mittwoch... Irgendwo brauchen wir ja so ein Floß. Dann können wir uns hier rumziehen. Und da rein. Okay. Kann man nicht abreißen, ne? Ne, müssen wir uns echt rumziehen. Kenne ich nicht. Das Wort kennst du nicht? Das ist ein sehr altes Wort. Mag daran liegen, dass ich vielleicht auch schon ein bisschen älter bin. Es schmückt dich gar wunderbar. Wie kann ich es sonst noch ausdrücken? Ich fand die Maske sehr schön. Sie ist halt, na? Selbst gemacht und sieht sehr gut aus. Ich habe ja auch eine selbstgemachte. Ist rosa. Ich von Florian bekommen. Kommt man da irgendwie hoch? Kriegt man da gleich einen Stromschlag? Nee. Da ist ein Eingang.
Oh, da kommen wir gar nicht ran. Oder ist das der Ausgang dann für später? Wird es sein. Okay, reicht. Steht mir und wenn ich sie trage, ist sie eh hübsch. Wenn ich sie trage, ist sie eh hübsch. Liegt an mir. Ach so, alles, was du anziehst, wird hübsch, ne? Ja. Ich verstehe. Kein Stück eingebildet. Ja. Was machen wir denn jetzt hier? Liegt an mir, ja. Ist meine Heldenkraft. Deine Superheldenkraft. Ah, warte mal, konnte man nicht irgendwie Wasser einfrieren und sich dann auf dieser Scholle langziehen? Haben wir da irgendwas? Naja. Nein. Nee. Nee. Hat er nicht gesagt. Nee. Nee, hier geht's nicht weiter. Und ich kann ja nicht schwimmen. Batman kann eins nicht, er kann nicht schwimmen. Und das ist natürlich dann doof. Das heißt, diesen Masten können wir noch gar nicht freispielen. Irgendwie, irgendwo. Irgendwann vielleicht mal doch. Wo ist denn jetzt eigentlich hier die Hauptquest? Hier blinkt ein Ausrufezeichen. Was denn hier? Shivas Test, locate and save the innocent man. Disable this Enigma server once and forever. Dann mache ich jetzt erstmal Schnellreise hier hin. Hallo Eugen, grüß dich. Mittag war gut. Mittag war gut soweit. Oh, da hinten sind schon wieder Sniper. Da sind schon wieder Sniper. Die knallen mich doch gleich ab. Eugen, wie geht's dir? Alle check? Und bei dir, Micha, gab's Pizza? Oder ist noch einer? Wow. Nee, ich hatte heute Reis. Heute gab es Reis. Mir geht's übel sexy und dir, was, wie kann man das verstehen mit dem mir geht's übel sexy? Wie meinst du das? Ja, wie angesagt. Ging erstaunlich schnell. Sehr schön. Das freut mich, Micha. Das freut mich doch sehr.
Also hier geht's irgendwo in die Polizeistation rein. In die Morgue. Ach, da sind ja noch mehr Polizisten, oder? Zack! Oh oh. Oh oh! Shit. Wieso ist denn da oben ein Sniper? Wie komme ich denn an den ran? Reis mit Huhn, lecker, ja. Finde ich auch. Braucht man keine Mayo. Terrorius, grüß dich! Willkommen zurück. Sexy ist gut. Dir geht es also sehr gut. Das freut mich. Das ist doch sehr schön. Sieht der Sniper mich hier oben direkt? Ja. Der weiß, dass ich hier bin? Woher will denn der das wissen? Das kann er gar nicht wissen. Alle mit Waffen hier rumrennen. Die Polizei ist doch auch geschmiert. Das Spiel habe ich auch aber noch nicht gespielt. Ich habe es mal auf der Xbox 360 oder Xbox One, ich glaube es war sogar schon die Xbox One, gespielt. Und jetzt war mir vor geraumer Zeit mal wieder danach. Und seitdem spielen wir das wieder. So, der hat keine Waffe mehr. Der hat keine Waffe. Also die haben schon alle noch Waffen, aber sie haben keine funktionierenden Waffen mehr. Sehr gut. Ich habe es nur, weil es kostenlos auf Plus gab. Sehr gut. Ja, stimmt. Bei Epic Launcher gab es das doch auch mal kostenlos alles. Ne, drei Teile. Origins glaube ich nicht. Arkham City, Arkham Knight und Arkham... Asylum, wenn ich mich richtig erinnere. Ich bleib in der Wand hängen. Na geil. Das war ja gerade mal eine richtig geile Aktion. Der mit der Waffe trifft mich natürlich noch, ne? Sag mal, wo kommt denn der Dings her? Ach du Scheiße! Wieso ist denn da noch ein Scharfschütze? Wie kommt der denn? Hallo, ich sterb gleich. Hallo! Ich sterbe. Ah, ey, rennt mir noch ein Sniper in den Rücken. You should have turned yourself in when you had the chance. All right, boys. Let's get this trash out of here. Death Counter 1 hoch. Mission failed. Das ist ja sehr schade. Death CTR Inc. So, oder? Ne, falsch geschrieben. Und der Max ist nicht da. Scheiße. Und dann muss ich mal den Wommel fragen demnächst, wie er das immer macht. Der hat das doch auf sein Stream Deck gelegt, dass man den Death Counter entsprechend hochregeln kann. Did all that stuff. Yep. That's the guy who was trying to blow up the station? Yep. And he's in Blackgate now? Yep. So who's in control? Oh.
Wo denn? Wieso schießt mir da einer wieder in den Rücken? Da war der Sniper-Typ. Noch einer. So, zwei Waffen ausgeschaltet. Huiuiui, mal einfach einen Schluck Tee trinken. Ich muss jetzt nochmal, es tut mir leid, aber ich muss jetzt nochmal hier den Death Counter versuchen hochzumachen. Wir sind ja einmal gestorben. So, dahin. Und dann hierhin. Und dann Ton aus vielleicht, ja. Und dann habe ich gemacht Ausrufezeichen des CTR INCR Plus vielleicht noch oder nicht? Ist genau dasselbe. Ich kann meine eigenen Befehle nicht. Scheiße. Sorry. Wir ignorieren es einfach. I know I can enter the GCPD through the sewers. I should go back to where I exited last time. Ich soll durch die Kläranlage dahin. Da. So, jetzt sollte ja eigentlich auch der Sniper mir nicht mehr in den Rücken schießen. Attention available units, we got a call of a violent crime. Still waiting on location details. Zeig genau hier drauf, da müssen wir wahrscheinlich doch da unten hin. Wow, da ist einer mit der Waffe. Fight!
Wie sie immer wieder die Waffen aufheben. Mein Finger explodiert gleich wieder. Es überfordert mich, das Spiel. Es überfordert mich! Oh, meine Hände! Au, das waren so viele! Hallo Lütke, grüß dich. Bin gerade erst heimgekommen. Willkommen zu Hause. Und einen Beruhigungstee hier trinken. Ja, mach ganz in Ruhe, ne? Erledige deine Kleinigkeiten. Hast du Hornhaut auf die Fingers? Nee, eigentlich nicht. Transporter, Sounds sind aus und schönen guten Tag, Herr Night Dragon. Ich kann es ja jetzt nochmal versuchen mit dem Death Counter. Ich hab, wie gesagt, mach das selten. Death CTR Inc. Danke für den Host. Ah, guck mal, so wird's gemacht. Jetzt passt es auch wieder. Vielen Dank und einen schönen guten Tag. Wenn das so viele sind und ich dann nicht mehr weiß, was ich zuerst drücken soll und aus Panik alles smashe, ist das halt manchmal ein bisschen viel. Tattoo Cleaner, danke auf jeden Fall nochmal. Scoreboard, Objectives and Death Counts. Sind wir hier durch rein? Ah ja. Raus und jetzt gehen wir wieder rein. Night Dragon, das ist eine gute Frage. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht. Ich muss jetzt in die Morgue, also in die Leichenkammer und die Leiche untersuchen. By the way, schön, dass du die Reihe in der richtigen Reihenfolge spielst, auch wenn Origins jünger ist als Asylum. Da hat mir der Jermaine geholfen, der Korgan. Ich meine, ich war der Meinung, ach komm, wir spielen Asylum, weil das wirklich am ältesten ist. Aber so von der zeitlichen Einstufung ist das ja das erste. Und dann meinte er, nee, mache bitte Origins zuerst. Grafisch ist es natürlich schon wieder eine ganz andere Nummer als jetzt, als Asylum. Asylum ist halt schon ein bisschen älter, von 2007 oder noch älter. Aber egal, wir haben Spaß. Dark Spider, grüß dich. Peng, Boom, Kapau, der Raufboltanes B ist wieder unterwegs, ja. Wäre aber falsch gewesen, geschichtlich. Geschichtlich auf jeden Fall, ja, ja. Keine Frage. Und deswegen bin ich ganz froh, dass der Korgan mir da so ein bisschen geholfen hat. Dass er gesagt hat, nee, du spielst das bitte erst das Origins und dann den Rest. Find ja den Joker aus der Arkham Reihe am besten von allen. Ich glaube, du guckst auf UFC. Ich glaube, du guckst auf UFC. Was ist ein UFC? Was meinst du denn damit? Immer wieder gerne. Da ist er. What do you mean? Mr. Dark Spider, what the? Hi Night Dragon, hallo Korgan. Ach, Unlimited Fight Club. Okay. Nee, damit habe ich nichts zu tun. Mit dem unlimitierten Kampfclub. Wenn man hier jetzt alles zu verkleben kann. Stimmt, hier sind wir ja mal langgelaufen und nicht durchgekommen. Dünkel.
Entsinne ich mich daran. Morgen geht's da lang. Oh, hier ist ein Hackding. Hack Device. Dead House, na, passt ja zum Morgue. Stimmt. Todes. Haus der Toten. Wo sich zwei prügeln, fast alles erlaubt. Echt? Und dann kloppen die mit allen Sachen und allen Gegenständen, die sie finden, aufeinander ein. Pastanes erste Regel des FC ist welche? Wir sprechen nicht drüber, oder? War das so beim Fight Club? Dachte starke große Männer und so. Ach so, ich verstehe. Genau, wir reden nicht drüber. It's not Bane, but one of his men. The same one I saw at the riot in the precinct's holding cells earlier. I should scan his corpse. Scanne seinen Korps. Scannen. The victim was dosed with a chemical that caused temporary deformation of his physiology. I'll need to check the autopsy report to find out more. That Natürlich wird hier contain the autopsy report I'm looking for. Immer und ständig über dich geredet, Death vor allen Dingen. Dark Spider. Wo ist denn hier der Computer? Der redet, ach da. Erkennt man so gar nicht als Computer, würde ich sagen. I shouldn't leave here without checking the odd. Ja, machen wir doch. Night Dragon, und bei dir alles gut soweit? Interesting. The victim was using a powerful compound with many similarities to the street drug Venom at the time of his death. It changes the user's muscle and bone structure, greatly enhancing strength for a temporary period. It appears that whatever this compound is, it reduces mental capacity in several ways, including severe damage to the brain's memory center. Prolonged use could seriously compromise the user's memory. Ah, sie werden vergesslich. Bane, ja, Bane. There's Bane's tracker. Schön in der Leichenkammer ja mal rumgekramt. Ich weiß noch, wie ich Spider-Man, der Tanisby, irgendwie immer an ein bestimmtes Poster vorbeikam. Ist ja lustig, ihr guckt euch mal die Bilder an, wie sie die angemalt haben. Bei Spider-Man bin ich an einem bestimmten Poster vorbei und dann bin ich da sitzen geblieben und hab mir das angeguckt. Ich weiß nicht, was du meinst, Dark Spider. Ja, ich werde wohl zum Wochenende endlich den neuen Rechner fertig machen können. Wenn nicht schon wieder was dazwischen kommt. Die Tage habe ich immer noch eine Daily Insto am Laufen und für den PC, das dauert ein paar Tage. Ah. Na, dann hoffe ich mal, dass du das am Wochenende erledigt bekommst. Ne? Ist jetzt gespeichert, ne? Wo sind wir gerade? Hier sind wir gerade. Hier ist noch ein Enigma Data Pack. Na gut, wir hauen wieder ab. Ansonsten warte ich darauf, dass endlich die Weiterbildung vom Jobcenter starten kann. Da warte ich auf eine Nachricht wegen der Pandemie. Ja, das ist wahrscheinlich alles etwas schwieriger momentan zu handeln, auch für das Amt. Und ich drücke dir die Daumen, dass das alles soweit demnächst mal Form annimmt. Wieso? Ein PC drehe ich in einer kleinen Stunde zusammen. Drehe ich in einer kleinen Stunde zusammen mit Windows? An der Drehbank oder wo? Ach, hier kommen wir jetzt nicht mehr raus, ne? Ah, doch. Doch, kommen wir.
Dachte schon, die Fledermaus muss umdrehen oder so. Ich stehe in der Scheune, angeschlossen an einem PC. Dark Spider, es ist nur Windows drauf, mehr nicht. Ansonsten kommt vom alten PC noch die HDD und das Blu-ray-Laufwerk mit rein. Und die HDD muss, das ist ja gerade so ein Fenster davor, kann das mal weggehen, muss ich noch formulieren, vor allen Dingen formatieren. Das dauert etwas länger. Noch die ganzen Launcher und Games. Ja, das wird schon ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Aber dann ist es erstmal wieder alles frisch und schön und läuft stabil. Ich trinke heute übrigens Tee vom Enno. Der hat mir doch am Wochenende ein Päckchen geschickt. Und da war unter anderem Kirsch-Bananentee drin aus dem Teehaus. Ich glaube, das ist auch eine, wie Teegschwender oder wie heißen, ist das auch so eine Teekette. Weiß ich gar nicht, müsste eigentlich gehen, oder? Einfach die Spiele drauf lassen. Ja, anderer Tee heute. Kirschbanane. Kiba. War das vorhin? Gehen die vielleicht wieder kaputt mit der Zeit? Alles Chemie. Da ist keine Banane I should hurry rangekommen. to Bane's location before I lose the signal again. Ja, das glaube ich auch, dass da keinerlei Banane oder Kirschen dran waren. Keine Frage. Aromatisierter Tee. Oh weh, oh weh. Ich kann nicht fast traveln, weil ich noch im Gebäude bin. Und Win 10 auf einer SSD statt Win 7 auf HDD. Das Ding wird so schnell, wird also auch schnell dazu. Und noch eine RTX 2070. Oh, cool. Hallo Marco, grüß dich. Du willst doch nie Fortnite spielen, du sagst das immer nur. Und wenn ich dann frage, sagst du, nee, lass mal Valorant spielen. So ist es nämlich. Niemals, niemals. Na, ich spiele schon Fortnite ab und zu, aber in letzter Zeit eher off-stream. Fortnite ist Müll. Auch Schimmern bei euch? Es geht. Es geht eigentlich. Also heute waren in Berlin 20 Grad oder so. Also nicht so sonderlich warm. Who invited the bank? There he is. Now you're in. Follow me. I got him. Los. Mann! Hör doch mal auf mich zu schießen, du Dreckiges. Ich habe die Teile noch nie geworfen, fällt mir jetzt auf. Die Sticky-Teile, die Glue. Glue-Kacke. Dass die mich immer angreifen müssen. Ich bin doch der Gute. Ekelhaft warm in Berlin. Vitanis lügt, es sind über 20 Grad. 22. Was ist denn daran ekelhaft? Ich gucke jetzt auf mein Handy. 23 Grad. 23 hier drin, draußen fast 80% blaue Luft. Drin 19. Klimagerät vor the win. Sehr schön. Ich friere mir den Arsch ab, Frau Ling. Ist bei dir kalt? Echt? Danke fürs Handy. Draußen 20, innen 40%, innen 24 und 49% bei mir. Also ich habe wie gesagt nicht das Gefühl, dass es sehr warm ist momentan. Also zumindest nicht bei mir.
Gestern, also heute früh waren es irgendwie 11 Grad oder so. Richtig abgekühlt heute, ne? Was ist denn das hier? Ein Stripclub, oder? Da drüben ist der nächste Sniper. Ich fass es nicht. Die Schweine, ey. Überall Sniper. Oh, er hat mich gesehen. Da unten noch einer. Sag mal, wie viel sind denn hier? Ich mach mal kurz Pause, sonst knallen die mich ab. Bei uns ist es auch warm, 30 Grad. Ja, ich friere schon den ganzen Tag. Wirst du krank, Frau Ling, oder ist das wirklich so kühl bei dir? Mein Beileid euch. Heißt du zufällig Alex? Hat mir heute auch ein Foto geschickt, wie sie zwei Wintersocken trägt und drei Pullis. Alexa? Stopp! Wie sie einfach mit mir redet, was will sie denn wissen? Frauen haben es immer kalt, daher mögen sie es, wenn ich sie kuschel. Nee, wie gesagt, 23 Grad, aber auch nicht wirklich warm. Wächter in jedem Spiel immer nur in die eine Richtung schauen, nicht weg vom Objekt, aber zum Objekt. Und ich gucke mir das Bild an, während ich in der Unterbuchse mich totschwitze. Oh, gleich zwei. Sag mal. Das Spiel hat doch wohl einen Arsch offen. Pff. Mann! Nein, jetzt kommt der andere da. Ich kann den nicht mal takedown, weil der andere Sniper da hinten steht. Ey, leck mich doch. Mann! Nein! Oh, ich bin gleich tot. Fick die Wand an. Heute ist eine Menge Salz dabei. Movement wie eine Bahnschranke, ja. Also richtig lame. Und dabei spiele ich es schon. Nee, ich spiele es auf normal, nicht auf easy. Ja, wegfisten den Lümmel kann ich nicht, wenn der andere Sniper da hinten steht und mir dabei einen Kopfschuss verpasst. Das funktioniert so nicht. Salz bestimmt vom Tee. Hm. Auf jeden Fall. So, du Drecksack. Du dreckiges Stück Scheiße. So. Wie weit reichten meine... So. Kann er schießen, wie er will. Hat er nichts mehr zum Schießen. Hallo, Frau Ling, Frau Susel, Herr Tarnis, Herr Korga, Night Dragon, Dark Spider, Tattoo Cleaner, Skion und Eugen. Was viele nicht wissen, als Tarnis B. noch jung war, hat er in einem Salzbergwerk gearbeitet. Ja. Er war mal jung. Ja. Ist schon lange her. Damals, als man Salz gerade entdeckt hat. Natürlich meinen Namen falsch geschrieben. Should he not be here helping? It's a critical time. Bane gave him other orders. Concern yourself only with the orders Bane has given to you. Very well. I only...
Do you think he will pick many more volunteers for the trials? I cannot say. Are you on the list? I am third in line. Good luck to you. He's just a man. We are an army. Do not get too full of yourself. Pure Absicht. Klar, Skio bin. Oh. Ja, da ist ein I zu viel und ein N zu wenig. Bin, ja, irgendwie steht da Bin. Nevar? LRS-Chat oder was? LRS? Ich kenne IRC. Ich bin... Bin den Shin Lim. Was? Wovon redet ihr? Gesundheit, Night Dragon. Lese, Rechtschreibschwäche. Icke? Ja, auf jeden Fall. Mann, die soll mir nicht jemand in den Nacken schlagen. Let's die together. Boah. I see him. Jetzt reicht's mir. Please, don't hurt me. Ihr wollt mich hier totschlagen und dann sagst du, please don't hurt me? The signal I saw was coming from somewhere down that tunnel. Wurde er von der Spinne gebissen oder wie? Was? Ich habe einen Ghostwriter für meine Texte. Dein Gehirn verflüssigt sich langsam. Du, aber bei dir ist das das Alter. Dass Tanisbee nicht lesen kann, ist gut. Da ich nicht typen kann. Verstehen wir uns ja prima. Ja, manchmal funktioniert das auch ganz gut, wenn da irgendwas anders geschrieben wird, als es eigentlich geschrieben wird. Und der das liest, nicht richtig lesen kann und das dann richtig liest in dem Moment. Das ist schon eine coole Kombi. Finish him. Baby, don't hurt me no more. Heute trinke ich Kirsch-Banane-Tee von Teehaus geschenkt von Trailjumper. Genau. Vom Trailjumper. So, mach mal hier bitte. Ja. Und dann ducken wir uns mal. Ach, ducken ging so. Jetzt erinnere ich mich wieder dran. Oh. Los, drittes raus. Ich trinke selbstgemachten Erdbeer-Wassermelonen-Minz-Eistee. Das klingt mega krass. Wie schön. Wer hat denn den gemacht? Hast du den selber gemacht? Bestimmt, oder? River Cola. Ja, warum nicht? River Cola kenne ich sogar. Ich trinke, wie gesagt, gerade Tee und habe momentan, oder versuche momentan, möglichst viel Wasser zu mir zu nehmen. Wie kommt man denn da hin? Oh, da ist wieder einer mit dem Schild. Ich hasse das mit dem Schild. Kann ich den gleich gleitkicken? Ja, kann ich. Werke seit 4 Wochen an der perfekten Mischung. Ich selber, krass. Und dann modifizierst du das immer so ein bisschen. Wasser mit selbstgemachten Blubber. So, ich gehe GTA Online spielen. Tschüssi alle zusammen. Susel, vielen lieben Dank fürs immer wieder da sein. Viel Spaß beim GTA spielen. Und einen schönen Mittwochabend noch.
Thanis hat seinen Tee auch selber gemacht. Genau. Beutel in Tasse, Kanne und Wasser drauf. Ist da so eine dumme Fliege in meinem Zimmer, die fliegt mir die ganze Zeit in die Nase. Ja, hau die kaputt. Oder wenn die in der Nase ist, einatmen, dann ist sie weg. Wobei, nee, das ist glaube ich nicht so gesund. Mückenlampe Eugen. Es gibt so elektronische Fliegenklatschen. Da kann der Korgan von erzählen. Der hat sowas. Mann, ey! Dreckiges Stück Scheiße! Ja, ihr seid relentless. Kriegt das schon mit. Mann, der soll mich doch einfach in Ruhe lassen, dieser Arschkrampenwichs. Blödsack. Mann, und der mit seinem Schild geht mir auch auf den Sack. Ich bin gleich tot. Und da bin ich tot. Oh, ich hasse es. Oh, und ich verbieg mir immer so die Arme dabei. And I had such big plans for you. Fick dich, du blöde. Oh, ich hab nichts gesagt. Mückenlampe, es ist ja Mittwochabend, ja? Einatmen. Da kommt die Luft aus dem Mund wieder raus. Nee, die soll ja unten raus. Ich muss mal hier kurz Pause, nicht, dass hier irgendjemand angerannt kommt. Oh, ich habe gerade einen Brief von meinem früheren Ich bekommen. Wie geht sowas? Was ist denn das für eine Ausdrucksweise gewesen? Ich weiß auch nicht, ich werde immer wütender. Vorbild, Seife. By the way. Soll nächstes Jahr ein neuer Batman-Film kommen. Genau mit dem Vampir-Darsteller. Ich weiß jetzt seinen Namen leider nicht. Toxic Thanis. Auf der Insel geht sowas. Ach, du spielst Animal Crossing, ja. Ja. Tja, wie kriegen wir denn die kaputt, die Leute? Das könnte jetzt schwierig werden. Könnte sich schwierig gestalten, zumal wir ja die Schwierigkeitsstufe des Spiels. Können wir die noch runterstellen? Ich glaube nicht, ne? Wir haben am Anfang entschieden, wir wollen es normal spielen. Tja, da müssen wir nochmal uns weiter verkloppen lassen. Nicht draufhauen. Ja, doch, ich muss sie doch verkloppen. Eugen, den hast du zerteilt. Was ist jetzt mit Eugen? Was der? Ach, da. Die ist schon seit gestern in meinem Zimmer und ich habe schon zweimal draufgehauen. Na, dann schmeiß sie doch einfach raus. Es werden immer mehr. Beiß dich durch. Ja, aber tut mein Arm schon richtig weh. Also hier der Teil vom Button Smashen. Ist nicht schön. Eugen, ich habe einen Fliegjäger. Der sieht so. Was? Der sieht sie und muss sie fangen. Eine Katze? Du hast eine Katze, oder? Das sind die perfekten Fliegenjäger. Die Wohnung sieht danach vielleicht ein bisschen demoliert aus, aber der Arm tut weh, ja, wirklich. Eher vom Fa. What the fuck? What the fuck? Also Marco, du dreckiges Schwein. Haltanes, willst du sagen, dir tun langsam die Sehnen weh oder was? Ich wüsste es nicht. Das ist nur sehr anstrengend. So, was nehmen wir denn für ein Gadget? Smoke Palette. Vielleicht hilft das. Vielleicht hilft es. Hallo Silent, grüß dich. Ich zahle gut. Bringe die Katze, sie soll sich um die Fliege kümmern, bitte. Oder eine Spinne wäre auch eine Möglichkeit. So eine Riesenspinne, die dann immer die Insekten wegschnappt. Er sagt nur das, was alle gedacht haben. Wahrscheinlich.
Der dreckige Schwein. Ein schwarzer kleiner Knuddel, Schmuse, böser Banditenboss. Gleich Katze. Dann switch lieber vom Controller auf Tastatur. Ach, das geht schon, Night Dragon. Wir spielen es ja nur einmal die Woche. Ich zahle für seine Unterhaltung. Unterhaltung? Oder mache ich ein wenig Pause und reibe dir eine Salbe drauf? Nee, ich mache jetzt keine Pause. Ich gehe nachher Pippi und dann streichle ich da mit der Hand drüber. Also über den Arm. Danke für den Tee. Ach, ich bleib ja hier wieder hängen. Das war ja das. Der steht so scheiße, dass ich den nicht angleiten kann. Oder? Wir versuchen es nochmal. Ja, gut. Oh. We will not leave. Er soll weg. We're gonna take Gotham away from you. I will make good use of mein Arm. Ich spüre meinen Arm nicht mehr. Da müssen wir uns, glaube ich, durchsprengen. Oh. Ja, wie gesagt, das ist nur so. Vielleicht ist es wirklich ein alte Leute-Problem. Weiß ich nicht. Gut gemacht. Aber im Ernst, Hannes, wenn es zu sehr schmerzt, mach Pause. Hab von Fällen gehört, wo die dann den Arm einen Monat nicht mehr nutzen durften. Und manchmal hatten die daraufhin bleibende. Ja, Night Dragon, mach dir keinen Kopf. Das ist wirklich nur jetzt gerade in dem Moment, wo ich so gestresst auf den Controller rumdrücke. Sonst ist ja alles in Ordnung mit mir. Der arme Arm des Thanos B. Da könnte man ein Buch drüber schreiben. So, meine Damen und Herren, ich bin mal kurz auf dem WC. Ich gehe nach dort und werde kurz Tee wegbringen. Und dann machen wir hier gleich weiter. Klo. Bei dir ist doch nicht alles in Ordnung. Na klar, ist bei mir alles in Ordnung. Könnte nicht besser sein. Bis gleich. So, erstmal Chat nachlesen. Was steht denn da? Also eher ein Muskelschmerz. Ja, würde ich sagen.
Ich glaube, ich habe die Fliege jetzt totgeklatscht. Sehr gut. Wartet, ich muss mal wieder das hier machen. Und bitte, wie komme ich hier nochmal raus? Also, dann seht ihr zwar das Overlay, aber ist egal. Wenn er Skill hätte, bräuchte er nicht so auf die Buttons zu hauen. Das würde auch helfen. Ja, das stimmt. Beifall geklatscht. Night Dragon, habt noch einen schönen Tag. Danke fürs hier sein. Und ja, wie gesagt, eine schöne Wochenmitte noch. Bis bald. Ach so, vielleicht brauche ich noch Ton auf die Ohren. Das wäre nicht schlecht. Ja, geht's euch denn allen gut? Ich hoffe es doch, oder? Wochenmitte, bald ist hier Wochenende. Ich fahre nach Rügen am Sonntag. Ich freue mich drauf. Ich freue mich schon sehr drauf. Sehe ich die I should Mama try to wieder? use my glue grenade to create a raft. Ach, mit der Glue-Grenade kann ich ein Raft bauen? Dann weiß ich ja, wie ich den oberen Turm da bearbeiten kann. Na, dit ist ja wat. Nicht vereisen mit der Glue-Grenade. Na, dit fällt mir aber früh auf. Gut ist relativ. Einfach Kacke aneinander kleben. Ja, irgendwie sowas. Jupp, mir geht's gut. Das ist schön, Marco. Und relativ, ich hoffe, relativ gut. Mensch, da weiß ich ja, wie ich da oben den Turm mir holen kann. So. Meinst du, das ist Kacke? Naja, wir sind in der Kanalisation. Da könnte hier und da durchaus ein Mr. Hanky rumschwimmen. Könnte schon möglich sein. Stimmt. Batman auf seinem Kaugummifloß. Ja, der hat doch für alles ein Spray. Es gab doch sogar dieses Anti-Haispray. Dann hat er bestimmt auch ein Floß-Spray. Und diese Glue-Dings, die hindert ja irgendwie Gegner, sich zu bewegen, irgendwie ein Stück weit. Ne? Also die klebt die so ein bisschen ein, wie bei Spider-Man, wenn der seine Netze schießt. Batman, Anti-Heilspray. Hai, nicht Heil. Nicht Heile machen, sondern Haie. Sharks. Sharknado. Anti-Corona-Spray? Nee, gibt's nicht. Noch nicht. Mir geht's super. Sehr gut, Lütke. How much longer can you last? We will take your head. Nein! Bare hands will not. Escape, escape, escape! Oh, da kommt der nächste und greift sich mich. Wie sie mir die Tür ins Gesicht getreten haben. Habt ihr das gesehen? Ich hätte die vielleicht sehen können, wenn ich meine Batman Vision, also Fledermaus Sicht angemacht hätte, aber irgendwie habe ich da nicht dran gedacht.
Ich weiß gar nicht, ob man durch die Türen durchgucken kann. Unglaublich. Unglaublich. Batterie alle. In deinen Handschuhen. Ja, das lädt sich irgendwann ab. Auf. Also entlädt sich. Und dann muss ich das erst wieder aufladen. Und dann kann ich wieder um mich schlagen. Mit Strom kommst du halt auch durch die Schilde durch. Also wenn die so ein Schild in der Hand haben. Oh. My tracking device is in here somewhere, which means Bane is likely in here as well. Das ist doch eine Falle. Die locken mich doch hier rein. Project TN1. Looks like Bane's experimenting with a new form of venom. Whatever it is, it must be what caused the physiological changes I saw in the corpse back at the GCPD. Impressive work. It's a trap. Bane hasn't found a way to counter the damaging side effects this compound has on the brain's memory centers. Naja, Lütke, das ist ja, man muss ja der Quest folgen. Some of this research is dedicated to overcoming his own addiction and dependency on venom. Und die führt nur hier durch. Without it. Die führt nur hier entlang. Es gibt da leider keinen Ausweg. Was der hier für Gewichte stemmt. Das ist eine Fitnessbude hier. Richtig krass. Hier ist doch irgendwas, oder? Nee, sah nur so aus. Schade. Weil er eine G aus der Falle G nicht über Startkarte hat. Ah! So wie bei Monopoly. Muss man nicht... Man kann auch Alt F4 drücken, dann hast du über alle gesiegt. Ja, probiere ich irgendwann mal aus. Naja, für Schilder hatten die kein Geld mehr. Das sind Autotüren. Ja, genau. Sehen aus wie Autotüren, aber ich glaube, die SWAT-Kräfte, die Polizisten, haben so richtige Schilder, wo oben so ein bisschen Glas ist zum Durchgucken. Oder Plastik, dass sie da so durchschauen können. Aber können auch Autotüren sein, das stimmt da, Eugen. Das weiß ich nicht so genau. Und lesen kann eh keiner. Genau. Do not enter. Danger. Man greift mich doch hier gleich durch die Wand an. Wie zerschlissen der Umhang aussieht. Oh oh. Hallo Scratch Binary, grüße dich. Schönen guten Tag. Oh oh, irgendjemand weiß, wer ich bin. Jemand hat meine Identität aufgedeckt. Who I am. You're not safe at Wayne Manor. Got it. I'll call the police. No, I can't risk them discovering my identity as well. Just secure yourself in the Batcave. What are you going to do? I'm on my way to you. I'll figure something out. Ja gut, wenn die wissen, back to the Batcave, wer ich bin, dann versuchen die mich bestimmt zu Hause anzugreifen. Schlägt dir schnell eine andere zu. Werde doch Catwoman. Batgirl. Scratch, wie geht's? Alle gut? Triple Battering. Shock Glove Stun Baton Counter. A shock glove enabled defensive technique which allows Batman to counter enemy stun batons attack.
Und Shopglove Shield Encounter. Wir nehmen das mal. Naja, pack ein. Nehme ich mit. Ja, gut geht's soweit. Ich kann mich nicht beschweren. Es ist Mittwoch. Arbeitstag war jetzt angenehm, ganz entspannt. Ich kann jetzt spielen und streamen. Und wettertechnisch sind wir nicht ganz so überhitzt wie andere Regionen Deutschlands. Also im Süden von Deutschland ist es wohl so. Oh, stimmt, da konnte man ja zoomen. Dass es etwas wärmer ist. Und ja. Wochenende ist in der Nähe. Also greifbar in der Nähe. Und ich fahre nach Rügen am Wochenende. Ich freue mich schon. Bin gerade im Groß. Oh, Tsushima, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das sieht sehr gut aus, sehr schön. Aber genauso wie The Last of Us 2 werde ich damit, denke ich mal, auf die PlayStation 5 warten. Ich habe die PS4, aber nicht die Pro oder die Slim, sondern die Standardversion. Und die ist ja schon etwas älter und die hat dann, glaube ich, eher Probleme, das grafisch super schön darzustellen. Bist du mit der Pro unterwegs, Scratch? Gibt es auch andere Inseln, wo du gern hingehst? GOT sieht aus wie ein tolles Spiel. Etwa AC Tomb Raider? Meinst du mich? Also, ich fahre gern nach Rügen, weil die Familie dort wohnt. Und was ist denn jetzt mit Game of Thrones? Wie Assassin's Creed Tomb Raider. Repeat, suspect is airborne in a jetpack, armed with a flamethrower. Multiple hostages on the Pioneer Bridge. Firefly. He must not know Joker's behind bars, and he's putting those people in danger to get to me. Delta 65 to dispatch. Who's the OIC at Pioneer? Captain James Gordon. Slim würde nicht zu dir passen. Wie gemein! Aber leider stimmt es auch. Ach, GOT. Ich verbinde GOT mit Game of Thrones. Oh mein Gott, sorry, ich bin wieder richtig blöd. Ja, Ghost of Tsushima sieht echt gut aus. Ich weiß halt nicht, ob es meine Welt ist, also mein Genre, wie soll man sagen, also ob das meine Spielwelt ist. Ich kann es nicht einschätzen, aber das, was ich bisher gesehen habe, sah sehr gut aus. Und dieses Assassin's Creed-Ding ist ja auch so ein Thema für sich, ne? Weil man ja eigentlich ein ehrenhafter Samurai ist. Ich weiß gar nicht, ob man die Möglichkeit hat, das Spiel einfach ehrenhaft zu spielen und nicht abzumessern und wegzumeucheln. Wobei das Wegmeucheln einfach effektiver ist. Glaube ich. Müsste man den Wommel mal befragen. Der spielt das ja schon eine Weile. Und der Scratch auch. A lot of lives could be at risk at the bridge. If I can hack Firefly's communication channel, I can learn more. Der Korgan lacht sich weg. Hatte auch überlegt zu warten, aber wie das nun mal ist, bin ungeduldig. Ich bin normalerweise auch ziemlich ungeduldig. Aber ich warte so gut es geht. Stupid, kill a few hostages. Sure thing. And how long before we set the timers on the bombs? Not until the bat shows. We'll wait all night if we have to. There's $50 million riding on this. Alfred, Firefly has hostages on the Pioneer's Bridge. I need to deal with him before coming back. Can't you just let the police handle Mr. Linz? Especially in light of what we've just learned. I can't abandon those hostages. They're in jeopardy because of me. Because of the bounty Joker placed on my head. They'll be safe in the Batcave. So, wir lassen also jetzt Alfred erstmal zurück, um Firefly zu bekämpfen. Das passiert uns allen mal, das heißt nicht, dass du blöd bist. Mit dem GOT, SC ist auch bei mir StarCraft, ja. Und nicht Star Citizen, ja, das stimmt. Es geht in dem Spiel gerade um diesen ehrenhaften Zwiespalt. Bei Ghost of Tsushima, ja. Ich weiß auch noch, wie Wormel erst meinte, nee, das können wir nicht machen. Und mittlerweile messert er alles und jeden einfach weg. Ohne Rücksicht auf Verluste wird da alles gekillt. Ich sag's euch. Ich hab's gesehen. Sag mal. Wir kriegen das nicht. Das ist nicht offen. Nein.
Ja, man weiß gar nicht, wie man sich selber da aufstellen würde, obwohl bei Ghost of Tsushima, wie auch immer, ich würde alles wegmessern. Immer schön den einfachen, hinterlistigen Weg gehen. Man kann ja die Gegner irgendwie herausfordern, aber das ist schon, da bin ich zu schlecht für. So viele tolle Spiele gerade. Bin gerade am Anfang von Desperados 3. Oft am Üben in iRacing und spiele zu viel Schach. Schach? Schön. Ich spiele es auf schwer und da überlegst du schon mal, unehrenhaft zu fighten. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. Desperados 3 hatte ich auch überlegt, aber ich habe noch keinen einzigen Desperados-Teil gespielt und habe da nicht so die Verbindung zu, wobei es schon ganz schick aussieht. Was ich offstream momentan ein bisschen spiele, ist dieses Gears Tactics. Und ja. Wie gesagt, ich würde auch gerne Last of Us 2 spielen, aber ich warte damit noch. Ich lasse den ersten Hype noch abklingen, bevor ich mich damit reinstürze. Fällt mir auf, dass viele hübsche junge Schauspielerinnen streamen und die sind meistens sehr gut. Tsushima? Schauspielerin, oh mein Gott. Ich lese Schauspielerin und da steht Schachspielerin. Ja, Schach ist irgendwie auch so ein Thema, habe ich hier und da schon gesehen, dass Leute irgendwie Schach gegeneinander spielen und das streamen und das gar nicht mal so unerfolgreich, würde ich mal sagen. Also es hat schon hier und da ein paar Zuschauer. Ja, lacht euch ruhig weg. Lacht ruhig über mich. Ich habe eine Lesebehinderung und ihr macht euch drüber lustig. Na schön, Dank auch. Hier steht ein Weihnachtsmann, oder? Ja. Hallo Henrik, grüß dich. Ja, Schachspieler, Schauspieler, das ist relativ nah beieinander, würde ich sagen. Schauspieler und Politiker ja auch. Genau. Atomi! Krass, wie lange ist das denn her? Grüß dich, der Name sagt mir irgendwas. Ich. Ja, Ruhe, ich habe keine Zeit, ich muss Chat lesen. Mach mich nie lustig über dich, aber nur über die blöden Sachen, die du machst. Ja. Manchmal ist das schon ein bisschen seltsam mit mir. Du, ne Lese, ich ne Schreib. Behinderung. Ich mache mich sehr gerne über Thanes lustig. Mann, ey. Keep the channel open. Oh, da sind die. Die haben Messer. Die haben doch Messer, ich sehe das. Oder? Oder haben die Knüppel? Ne, der hat ein Messer. So, deine Waffe kannst du ja erstmal schön vergessen. Der hat ein Messer und der andere auch. Messer ist immer scheiße. Ja, deine Gun ist broken. Es tut mir echt leid. Nein! Ey, diese scheiß Messerfuzzis, ne? Ey, du trittst mir nicht nochmal an den Rücken. Showed him.
Wer bist denn du? Das sieht aber auch ein bisschen aus wie ein Verbrecher hier. Mit der Frisur. Das ist kein Messer. Dies ist dein Messer. Das war doch Crocodile Dundee, oder? Oh, ich fühle mich geehrt. War schon ewig nicht mehr da. Ja, aber dein Name ist mir im Kopf geblieben. Ich weiß nicht, was uns verbindet. Eventuell Elite? Kann es Elite sein? Trademark. Hätte ich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass du mich noch kennst. Naja, kennen ist immer so eine Sache, ne? Also, bestimmte Sachen behalte ich mir, aber es ist leider oft nicht so viel, wie es sein könnte, sollte. Aber wie gesagt, den Namen, der sagt mir was. Frisur, Haare, Sounds sind aus, da kommt nichts. Genau, TM ist Trademark. Und ich glaube, das war Crocodile Dundee, wo die den mit einem Messer bedrohen und er dann sein Buschmesser rausholt, was nochmal doppelt und dreifach so groß ist. So, wir wissen ja jetzt, wie wir hier langkommen. Haben wir ja gelernt, ne? Auf dem Floß aus Kaugummis. Pull. 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 Stay away from the tower, Batman. I've got work to do. And now you're just getting in my way. Ich werde nicht weggehen. Ich brauche meinen letzten Schnellreisepunkt. Kann ich da bitte hoch? Ah, danke. Öffne die Tür. Sein Buschmesser, was doppelt und dreifach so groß ist, ja, richtig gut. Aber es ist ein ewig her, dass ich den Film geguckt habe. Direkt verbinden würde ich das jetzt gar nichts. Würde ich jetzt gar nichts sagen können, einfach so im Stream. Okay, dann habe ich das falsch verknüpft in meinem Gehirn, aber wie gesagt, den Namen Atomi 00, den habe ich mir zumindest behalten. Oh, da sind Leute. Dann hoffe ich, es geht dir gut und freue mich natürlich sehr, dass du deinen Weg hier wieder hergefunden hast zu uns und mal Hallo sagst. Oh shit, hier müssen wir die Tür aufmachen. Möchte das nicht. Muss ich durch die Tür machen? Geht nicht durch die Tür. Hahaha, ihr dreckigen Schweine. Es geht nicht durch die Tür. Da muss ich irgendwie anders mich da durchkloppen. Herr Tarnes, wie weit sind Sie mittlerweile in Oddi? Ich bin noch nicht weiter dazu gekommen, Henrik. Ich habe doch tagsüber auch Arbeit zu tun. Und deswegen bin ich immer noch Level 4. Wir wollten heute Nachmittag ein bisschen Anthem spielen, aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Und dann war die Zeit schon wieder um. Also, ich werde es in einem ähnlichen Tempo wie Origins spielen. Also, ja. Erstmal Arbeit und dann das Vergnügen. Und am Wochenende bin ich erstmal ein paar Tage weg, da komme ich dann auch nicht dazu. Noch auf Kefalenia? Nee, immer noch auf der Insel. Stufe 4, wie gesagt, auf der Insel noch nicht mal alle Sachen besucht. Also ich habe, glaube ich, 2,5 Stunden gespielt bisher. Für mehr war noch nicht die Zeit da. Wir waren heute gar nicht Mittagessen, wir gehen erst morgen. Eigentlich wollten wir heute gehen. Und jetzt gehen wir morgen. Ich hatte gehofft, dass es heute was zu essen gibt, aber leider war das nicht drin. Superior intellect, as you'll soon discover. Oh, ist das schon wieder aus.
Wie gesagt, morgen um 12 machen wir es jetzt. Und dann gibt es Pommes mit Hühnchen. Oder Hühnchen mit Pommes. Hast du denn wenigstens mit Micha gegessen? Nee. Nee, ich war um 12 weg. Und Micha war Pizza essen und ich habe heute doch Reis gegessen. Keep it up, Batman. And you're going to be very, very sorry. Für dich gibt es Mayo mit Huhn und Pommes. Also die Hauptspeise ist die Mayonnaise und dann kommt ein bisschen Huhn rein und Pommes. Genau, wer die Mayonnaise kriegt, sieht man doch. Das ist doch, liegt doch auf der Hand. Die Geschichte werde ich nie vergessen. Mit der Mayonnaise. Wie steht's generell so in letzter Zeit? Gut durch die Pandemie gekommen? Ja. Auf jeden Fall. Ich hoffe, bei dir ist es auch ähnlich gut. Also ich muss sagen, ich habe es, wie kann man das beschreiben? Ich bin eigentlich sehr gut durch die Corona-Zeit gekommen, weil meine Arbeit kann ich auch von zu Hause aus machen. Mittlerweile schon seit 4 Monaten im Homeoffice, naja, vielleicht 3,5. Und das heißt, meine Arbeit läuft voll weiter. Das ist schon mal ein Riesenvorteil, also nicht in Kurzarbeit. Der Familie geht's gut, mir geht's gut. Ja, ich bin gesund. Ja, hier und da muss man sich ein bisschen einschränken, was ich momentan ein bisschen schade finde, aber was wirklich ein Luxusproblem ist, dass in Berlin immer noch nicht unser Kino wieder aufgemacht hat. Ich habe schon 2-mal jetzt beim UCI angefragt, wann denn jetzt die Kinos aufmachen, weil eigentlich dürfen sie ab 1. Juli, glaube ich, wieder aufmachen, aber die machen nicht auf. Und dann gab es jetzt zum Ende hin eine Nachricht zurück, dass sie mehr oder weniger auf die Verleihe warten. Solange die Verleihe keine neuen Filme rausbringen, bringt es denen auch nichts, ihre Multiplex-Kinos aufzumachen. So viele kleine Kinos, aber auch zum Beispiel Cinemax hat ja offen, aber die bringen halt so alte Filme. Releases vor Corona und nach Corona. Ich weiß nicht, der größte ist wahrscheinlich der neue James Bond. Der ist ja, glaube ich, erst im November jetzt Thema. Bis gleich, Eugen. Ich muss schnell ein paar Sachen machen. Bis gleich. Jo, bis gleich, Eugen. Wir sind noch bis 19 Uhr da. Hier gehen gerade die Zahlen wieder hoch. Leute halten sich nicht an den Abstand. Ja, hier und da gibt es immer ein paar Peaks, Dark Spider. Letzte Möglichkeit war jetzt in Frankfurt am letzten Wochenende, wo sie wieder auf die Polizei losgegangen sind. Da wird bestimmt auch, ich weiß nicht, 3000 Leute oder so, wo du so sagst, ey Leute, was ist mit euch los? Ich war am letzten Sonntag im Treptower Park spazieren und habe noch die Reste von den Partys der Nacht davor gesehen. Aber auch da muss man wieder beachten, das ist ja unter freiem Himmel. Das ist nochmal was anderes als in einem geschlossenen Raum. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass viele jetzt auch abwarten und hoffen, dass nach den großen Ferien, wo ja viele Familien auch jetzt in Deutschland unterwegs sind, keine zweite Welle kommt. Oder falls sie doch kommt, dass man dann sagt, ach, wir lassen gleich zu, bringt ja nichts, wenn wir in einer Woche wieder schließen müssen. Ja. Von daher mal gucken und abwarten, wie sich das entwickelt. Ich weiß es nicht. Gefühlt tragen in Berlin mittlerweile mehr Leute eine Maske. Obwohl ich heute auch wieder 2 Leute im Bus gesehen habe, die das nicht gekratzt hat. Ja, Neujahr oder Winter oder dann Herbst so weiter, werden dann ganz viele Filme kommen, ja. Da muss dann Jermaine mit mir jeden Tag ins Kino gehen, so wie es aussieht. Ihr bekommt einen tollen Flughafen im Oktober. Und du willst lieber ins Kino, immer diese Berliner. Ja, was soll ich denn mit dem Flughafen? Ich fliege da nicht ins Ausland momentan. Das ist da viel zu riskant. Da kommst du nicht zurück, musst du monatelang, keine Ahnung, wo leben. Hört sich gut an. Kino wäre echt mal wieder schön, ja. Ich habe ja seit Anfang des Jahres so eine Dauerkarte. Und da sind wir manchmal bis zu 8-9 Mal ins Kino gegangen im Monat. Aber dann kam Corona und da war Kino zu. Ey, Duria, grüß dich. Schönen guten Abend. Tollen Flughafen. Ja, der neue, BER. BER. Lesen, Nachjahr. Was ist denn ein Nachjahr? Das ist ein Wort, das sagt mir nichts. Deswegen dachte ich, du meinst Neujahr. Oder meinst du nächstes Jahr, also 2021? Kino muss einfach sein. Das Risiko muss
man eingehen, weil es nicht genug sichere Alternativen gibt. Der Max. Max, du Stänkerer. Schönen guten Abend. Nicht ins Ausland? Ich bin sicher vor Tarnes BER DAX bei der Wüste. Also klar, in Europa vielleicht nach Belgien oder Frankreich oder so würde vielleicht gehen, aber jetzt, wo es übers Wasser geht, würde ich nicht unbedingt fliegen oder in die USA. Na, kommst du eh nicht rein. Hagen, wie geht's dir alle, Dude? Nachjahr ist Herbst, Winter. Vorjahr ist Frühling, Sommer. Das kannte ich nicht, die Einteilung Dark Spider, sorry. Also die erste Jahreshälfte Vorjahr, Frühling, Sommer und Nachjahr ist Herbst, Winter. Okay, versuche ich mir zu merken. Alles gut? Sehr schön, Hagen. Kenne ich auch nicht. Vielleicht ist das ja ein Schweizer Thema. Belgien? Dann bist du an mir vorbei. Ja, Arnie und Buff sind halt jetzt momentan in Belgien. Die sind heute früh aus Berlin mit einem Flieger rüber geflogen und sind da jetzt, glaube ich, 2 Wochen oder so. Mich hat eine Biene ins Gesicht gestochen. Scheiße, da war doch was. Stimmt, du hattest ja davon erzählt. Mann, Mann, Mann. Ich hoffe, es geht dir bald wieder besser. Hagen, sehe aus wie Quasimodo. Ich vereine das... In Vereine ist das üblich. Die spielen... Vom Vorjahr bis Ende... Nee, vom Nachjahr bis Ende Vorjahr. Okay. Ich bin so in der Vereinskultur, zumindest sportlicher Art, nicht so bewandert. Aber... Wie gesagt, ich glaub dir das. Ich wüsste, ich kannte es noch nicht. Ey! Wie man diese in den Strom... Wie man sie in den Strom schubst. Mal gucken, ob jemand um die Ecke steht. Aber dafür 130 Kilo Honig. 130 Kilo Honig? Und das ist jetzt in Fässern abgefüllt? Oder wie kann man sich das vorstellen? Der Sparrow und die Muschel sind ja auch Imker mal eine Weile gewesen. Ich weiß nicht, ob sie das irgendwann wieder anfangen. Aber die haben auch Honig selber gemacht und der war lecker. Der war lecker. Und dann haben die so einen kleinen Schrank an der Haustür und dann kann man so sich ein Honigglas rausnehmen und Geld reinlegen. Bist du berühmt, Amalas? Muss erst noch gerührt werden, sonst kristallisiert er. Macht das eine Maschine oder macht man das per Hand? Honig für den Tee. Genau, Dark Spider. Ich berühmt? Wieso? Ich weiß es nicht. Wie kommt er denn da drauf? Hier ist voll die Schaltzentrale. Da ist das Boot, ne? Vom Pinguin. Mit seinen Geschützen, ey. Die müsste man wegsprengen. Mit der Hand. Weil er so aussieht wie... Ach so, wegen Quasimodo. Nein, das... Hi du, WB. So ihr Hübschen, bin wieder da. Willkommen zurück, Eugen. So, Tür auf. Da kriege ich da gleich wieder eine Schelle. Ich sehe es kommen. Oder auch nicht. Wie jetzt? So, Enigma. Wie man nicht alles sieht, weil der Raum zu klein ist. You must be feeling pretty good about yourself, Batman. I mean, you took down all the towers, which means you foiled my plan. Except, oh wait. I already have all the data I need. And as soon as I'm done uploading it, so will everyone in Gotham. There's still time for me to put an end to this. True, there is. Just not very much. It was a valiant attempt, though. You get an A for effort, but an F for impact. A for reference? Oder was? So, jetzt sind alle Schnellreisepunkte freigeschaltet, oder? Oh, sieht gut aus. Dann müssen wir irgendwie zur Brücke.
Hier ist doch irgendwas los. Ich bin verrückt, ich weiß es und es tut mir nicht leid. Das ist okay. Ein bisschen Wahnsinn macht das Leben angenehmer, aber nicht zu viel. You will regret. Das Passwort. Sehr schön. A for effort. Ah. Also A für Anstrengung, Bemühung. Aber ein F, also eine 6 oder 5 für was anderes. Sechs für Umsetzung. Ah. I need to draw Firefly away from the bridge so I can approach safely. Und wie mache ich das? Wie kriege ich die Feuerfliege? Oh. Und so weiter. Das ist ganz schön laut gerade, oder? Gordon would never order a breach if he knew about Firefly's bombs. I've got to stop him before he sends his men into a trap. Dispatch, this is Marine 4. Where's the tactical command post? We're supposed to report to Gordon. TCP is inside the center pillar at the base of the bridge. 10-4. Not what you want, trust me. Brandon will shoot everything that moves. And then we're stuck bagging and bagging all of them. Yeah, I need to mention the paperwork. Nah, don't get me started. Dead civilians are such a pain in the ass. Sechs für Umsetzung, sieben für Glück, acht für Regen und neun für Kinder. Cheating ist das doch, oder? Nur noch eins schaffen. I need to get to the base of the central pillar, and quickly. Hier stehen ja noch mehr. Na, ein Glück habe ich noch mal nach unten geguckt. Ich cheate doch nicht, nein. Ich war damit nicht angesprochen, irgendjemand anders. Ich habe damit nichts zu tun. Wie er nicht auf die Kiste steigt, um da hochzuklettern. Unglaublich. Unglaublich, sowas.
job. Oh, wir reden jetzt mit Gordon. Don't send in your men. Firefly has the bridge rigged with explosives. Show yourself. You have a go. No, call them back. If Firefly blows the bridge, there's no telling how many will die. You're the reason those people are in danger. Hallo, Wurmel. He's doing this for the bounty on your head. Grüß dich. Give yourself up. I'm going to bring in Firefly myself. Don't send anyone else in until I tell you it's safe. You'll stay the hell out of this. You hear me? Warn Gordon about the bombs. Habe ich gemacht. Hallo? Brandon! Brandon, report! Damn it! Anyone have eyes on Brandon? All units, maintain your positions. Du warst ja halt richtig früh dran beim Stream, Wormel. Was war denn da los? Tagsüber, da malst du doch, oder zeichnest besser gesagt doch eher. Nicht, dass ich mich nicht gefreut habe. Aber es war eine ungewöhnliche Zeit. War doch eingeschlossen. Improvisation. Du warst eingeschlossen? Habe ich gar nicht mitgekriegt. Inwiefern warst du denn eingeschlossen? Zu Hause in deiner Wohnung eingeschlossen? Wie kommt man denn an dieses Data Pack ran? Konnte nicht zum Sport, meine Frau hat meinen Schlüssel mitgenommen. Und hat abgeschlossen, hätte doch durchs Fenster aussteigen können. Oh Mann, Wormel. Verrückt? Aber hat sich jetzt geklärt, bist du schon wieder befreit oder immer noch eingesperrt? Ja, sie ist wieder da. Jetzt ist es zu spät für Sport. Moin, Dark. Raus geht, aber wie kommt er dann wieder rein? Ja, zum einen das und zum anderen will man ja auch nicht unbedingt das Fenster offen stehen lassen für andere, die vielleicht dann in der Zeit, wo man beim Sport ist, reingehen. Das ist ja auch blöd. Kann ich verstehen. Na, dann morgen wieder Sport oder so. Okay, die Tür geht schon mal nicht auf. Wir sind gescammt. Hier ist auf jeden Fall was dahinter. Wir haben das doch gesehen. Jetzt ist immerhin leicht eine Ausrede für nicht Sport machen. Jetzt ist immerhin leicht eine Ausrede fürs Nicht-Sport-Machen gefunden.
Und die Leute rufen die Polizei, wenn irgendjemand wo aus dem Fenster klettert. Was Doria schreibt, kommt drauf an, wie der Einbrecher aussieht. Okay. Sehr schön. Wenn der Einbrecher ein Jasper wäre, dann könnte man das auch ohne Polizei regeln, habe ich gehört. So, hier mach mal links auf. Der Hagen. I need to make one of these guards tell me how many bombs Firefly has and where they are. Aber wisst ihr genau, wovon ich rede? Ach, die haben Sprengstoff. Die haben den Sprengstoff da dran gemacht. Ich sehe bloß nicht, welche die Bomben sind und welche nicht. Wo ist denn der? Der ist irgendwo dahinter, ne? Ist da hinten ohne Bombe dran? Nee. Zum Glück. Und da, an den inneren, sind vielleicht nur Bomben dran. Da unten läuft er. Da. Okay, jetzt haben wir zumindest. Ah, da sehen wir jetzt auch die Bomben. Hatte denselben Gedanken. Der Jasper. Na? Das war schon einer. Aber der wollte ja was von meiner besten Freundin. Ja, also manchmal kann man das nicht aussuchen, wen die Leute, die Menschen mögen und wen nicht so. Also, ne, für untenrum meine ich. Wenn der Einbrecher wie Batman aussieht, was dann? Ja, dann hat man wahrscheinlich zu viel Scheiße gebaut und kriegt jetzt seine Abreibung. Let go of me sollte man nicht 15 Meter über dem Boden sagen. Das stimmt allerdings, ja. Das stimmt allerdings. Das ist schon sehr riskant. Careful, man. Could have killed you. Be more careful. Ich
Ja, ich mag dich, Thanos, ob es dir gefällt oder nicht. Ich fühle mich geehrt. Komm noch mal ein Stück hier rüber. Sehr gut. Ja. Sie suchen mich. Da unten. Hast du überhaupt noch Kontakt zu Jasper? Sehr, sehr lose. Wir haben bis vor 2-3 Jahren noch relativ regelmäßig Serienabende gemacht. Da bin ich zu ihm nach Hause gefahren, zur Familie, und wir haben zusammen gegessen. Dann wurden die Kinder ins Bett gebracht und dann haben wir Serien geguckt. Aber das ist jetzt alles mehr oder weniger Geschichte. Also es hat sich zerlaufen, leider. Aber ist halt nun mal so. Ich meine, er hat jetzt mittlerweile 3 Kinder. Über kurz oder lang möchte er Berlin auch verlassen. Er fühlt sich jetzt nicht mehr so wohl. Und dementsprechend, ja, wäre das irgendwann eh vorbei gewesen. Aber wie gesagt, wir schreiben uns ab und zu noch über, nicht WhatsApp, über so ein sichereres Tool. Und ja, ich glaube, es geht ihm gut in der Familie auch. Ja, 3 Stück. 2 Töchter und 1 Sohn. Und ich weiß gar nicht, ob vielleicht sogar noch ein 4. geplant ist. Denkbar wäre es. Also ein Freund von ihm, BMX-Kollege von früher, der ist ja ausgewandert und die haben 4 Kinder. Und die leben so irgendwo in der Wildnis, was so ein bisschen krass ist, weil die Kinder halt dann so soziale Kontakte eigentlich nur sich selbst und ihre Eltern haben. Berlin verlassen ist immer eine gute Idee, vor allem als Familie. Ja, ich meine, er will lieber, glaube ich, ein bisschen ländlicher leben. Ein bisschen ruhiger, ein bisschen, wie soll man sagen, ruhiger einfach. Die Frage ist halt, ob er das jobtechnisch hinkriegt. Der ist ja viel in der Natur, die gehen viel wandern, er fährt gerne Rad. Von daher ist es verständlich, dass er da vielleicht auch die Nähe zur Natur eher sucht als jetzt ich. Wird nicht 1 haben wollen. Das ist immer, wie soll ich sagen, ich glaube, Korgan zum Beispiel könnte sich auch vorstellen, Kinder zu haben. Ich könnte es mir zum Beispiel nicht vorstellen, Kinder zu haben. Fühle ich mich nicht erwachsen genug, auch wenn ich schon reichlich alt bin. Aber Rad? Wer fährt Rad? Na, Fahrrad. Kennst du doch, Fahrrad.
Fahrrad. Du hast schon genug, ja, durch die Arbeit. Beruflich bedingt hast du da genug. Ja, das stimmt. Boah, was hat denn der gerade für eine Fähigkeit benutzt? Ach, diese Klebdings, oder? Die Klebscheiße habe ich in der Hand gehabt. Na, dass das nichts wird, ist ja klar. Oh, Rad. Kinder sind schon schön, aber teuer. Na, ich glaube, für eine Familie ist das schon was Schönes. Kinder zu umsorgen, sie aufwachsen zu sehen. Und ja, das ist Kraft aufwendig, Zeit aufwendig, Geld aufwendig, ist ja ganz klar. Aber so ist das nun mal. Das gehört zum Leben dazu. Zum Leben dazu. Kinder in die Welt zu setzen. Also, ne? Oder zu adoptieren geht ja auch. So, der ergibt sich? How many bombs are on this bridge? Four! One here! Wellensittich! Ja, Dark Spider. And one more in each end of the bridge. Those are the big ones. That's all of them, I promise! Then I promise you a good night's sleep. Four bombs on the bridge, with the largest bombs at each end. I'll need to disarm this bomb before going after the others. Bombenentschärfer. Genau, sowas bin ich. Ich erlebe jeden Tag, was alles schief und gut laufen kann. Ja, klar. Am Ende sind die Eltern ja auch nur Menschen. Ich glaube, mit jedem Kind ist die Chance größer, dass es besser und runder läuft. Aber also ich persönlich würde mir nicht zutrauen, die Verantwortung für einen anderen Menschen übernehmen zu können. Wenn ich es müsste, könnte ich es wahrscheinlich auch, aber wollen würde ich es nicht. Dann ist mein Haustier. Hat der ihm in die Eier getreten? Vielleicht. Würde Batman sowas machen? Nein. Oh, ein Timer. The other three. Huhu, Porno, Paul, Lena, Brofist. Hallo, Cobra, grüß dich. Wie geht es dir? So, wo muss man hin? Noch höher, ne? Ah ne, da ist ja wieder eine Bombe dran, das explodiert ja gleich. So, wie kommen wir denn jetzt höher? Wo geht's denn hier raus? Oder hier rein, oder was? Ah, warte mal. Warte mal, ja, klar. Nun klar. Ja. Nur klar, warte. Hier war doch was. Hier könnte man doch durch. Oder ist das Metall? Kann man Metall sprengen? Ich würde sagen, ja. Nehmen wir noch nicht. Follow the quickest route to leave the bridge.
Okay, aber wir haben auch nur ein Enigma-Dings uns freigespielt, ne? Jo. Oh. Siehst du als Streamer die Emojis gar nicht? Ne, bei mir steht da jetzt Lena Brofist. Das ist ja ihre Faust, die sie da immer emote-technisch verteilt. Aber ich sehe da nicht die. Mm-mm. Genau, nur als Text. Du hast einen Schreibfehler oder dein Sub ist abgelaufen. Niemand sieht das Emoji. Ah, daran liegt das. Oder darin könnte es liegen. So, ich muss hier irgendwie woanders lang, oder? Ah, da ist eine Tür. Da ist eine Tür, oder? Fahrstuhl. Maintenance. Elevator. Access. So, drücken wir mal auf den Knopf. Und dann fahren wir mal nach oben. Was soll schon passieren? 5-2, Command. I target hit a gas main with this flamethrower. Fire in the north end. Komischer Fahrstuhl, so mit Treppen. Ja. Das Level-Design hat es wahrscheinlich nicht anders erlaubt. Train Station Maintenance. So, bevor wir da hochgehen, gehe ich noch mal kurz auf Klo. Bin gleich wieder da, ne? Ich muss noch mal Tee wegbringen. Und dann kloppen wir uns durch die nächsten fiesen Schweine. Also bis gleich. So, wieder da. Firefly. Ah, hast du gesehen, Dark Spider? Sowohl die Serie als auch den Film. Serenity war ja, glaube ich, der Film. Und Firefly war die Serie. Leider nur eine Staffel. Ich fand die richtig gut. Wilder Westen und Space. Weltraum hat echt gut gepasst. Nee, das wäre bei deinen eigenen Emojis der Fall, aber nicht bei Emojis anderer Streamer. Aber da du die auch nur als Sex siehst, ist komisch. Ja, wer weiß, was da los ist, Cobra. Jetzt sieht man Lenas Brofist wieder als Fist. Genau, jetzt sind sie wieder da. Hallo Leon. Der Meister ist immer noch nicht da. Wieso, was ist denn mit dem los? Hätte der nicht schon Feierabend so langsam? Hatte der nicht Feierabend? Hast du nicht vorhin gesagt, der müsste gleich hier sein? Ist Anthem schon fertig geladen? Können wir nachher nochmal kurz bei Anthem reinschauen? Bei mir ist es manchmal meine Icons vom Namen weg. Sind manchmal meine Icons von... Ja, genau, das kenne ich auch, dass da so ein paar Icons fehlen. Der ist noch einkaufen gewesen und sitzt beim Friseur. Ach, ganz entspannt hier, ne? Mecke schneiden. Ach, fürs Wochenende. Ja, da muss er gut aussehen. Anthem ist fertig, sehr gut.
Na, dann ist er ja hoffentlich bald zu Hause. Ich kann bestimmt nachher nochmal kurz bei Anthem reinschauen. Aber sicher nur so, ob es klappt oder nicht. Na, wir haben es ja jetzt einigermaßen hingekriegt. Zum Ende haben wir es ja hingekriegt, dass ich Jermaine irgendwie joinen konnte. Von daher können wir diesen Test ja im Zweifel auch verschieben, wenn ihr da gerade am Kochen essen seid. Ne? Also. Oh! Wie sie nicht herauskommen. Will er einen Stein werfen? Scheint so, oder? Oh, der schmeißt einen Stein. Das hat man erhört. Ah! After the bounty on my head all night. Jaden, vielen Dank für dein Follow. Untie me, you self-righteous son of a bitch. Wir wissen nur noch nicht, ob wir es reproduzieren können. Genau, das ist das Problem. Mal gucken, ob wir es demnächst mal testen. Muss nachher auf jeden Fall nach dem Stream noch Downloads machen. Wobei das die Tage mal schnell ging. Wirft er einfach einen Stein, das Schwein? Ja, der dachte, er kann mich damit abwerfen. Glaub's ja wohl nicht. Hat er mich Freak genannt? Untie me, you self-righteous son of a bitch! Wie kann ich das denn? It was never Sionis. The Joker put up the bounty, and now he's behind bars. I heard, but I still got a score to settle with you. I'm giving you the rest of the night off. Ich gebe dir den Rest des Abends frei. What the fuck? Ja, ich habe ja morgen den ganzen Tag Zeit. Ich weiß ja nicht, wie Jermaine morgen muss. Morgen wird's mit Jermaine schwierig. Der ist halt in der Uni, dann gehen wir Hühnchen essen, dann muss er arbeiten. Und das bis Freitagnachmittag gefühlt. Den werden wir morgen nicht rankriegen, aber wir können gerne zu zweit morgen oder vielleicht will noch irgendjemand anders Anthem mitspielen aus unserem Discord. Mal kicken. Aber Korgan werden wir morgen nicht zu fassen kriegen. Wie du ihm ausweichen konntest und nicht hingeguckt hast. Naja, das ist halt mein krasses Pro-Gaming. Ne, also, was er ja immer wieder hier erlebt. Wo geht's denn da hin? Irgendwo da lang. Und dann? Ist da was zum Treffen? Hä? Hier muss ja irgendwo ein Knopf sein, wo ich drauf kann. Ja, da. Ey, der knallt immer gegen die Wand. Was soll das? Uni, pfft, überbewertet. Thanis darf halt keine Chat-Nachricht überlesen, sonst gibt's Ärger. Da steht das Spiel auch gern mal an zweiter Stelle. Ich versuche wirklich,
immer so gut wie möglich dem Chat zu folgen. Man kann es immer noch wieder betonen, dass wenn ich mal was überlese, das nicht Absicht ist. U-Turn, Auto-Level, was ist denn das? Kann man jetzt hier den Knopf? Yes! Beim ersten Versuch. Na, vielleicht nicht direkt beim ersten Versuch. Jetzt ist die Frage, wo ist denn das Uffe-Yang? Irgendwo da drüben. Es wäre mal interessant, wenn dein Controller die unnützen Smashing-Eingaben zählen würde, die du in Panik reinpackst. Firefly's locked his hostages in a train car with explosives. Du meinst also, dass der mal guckt, wie viele Knöpfe müsste ich eigentlich drücken und wie viele waren davon am Ende zu viel? Nee, ich glaube, die Statistik möchte ich nicht sehen. Good thinking. You gotta let us out of here. I ain't gotta do a damn thing, lady. What's the matter? You don't wanna get blown up? You're animals. We're animals. I ain't the one in the cage, lady. Me? I'm like the zookeeper. And y'all are a bunch of baboons. Let us out! A bunch of angry, annoying baboons. Who the hell shut that fire door? I heard it was the cops. Great, just great. How are we gonna get out of here when it's time to detonate the bombs? We gotta figure out how to get it open again. We can't, it's controlled remotely. We're gonna have to exit out the other way. That's scary. We could get trapped in here. I'm sure it'll be fine. Central bomb to Firefly, come in. What do you want? Someone's lowered the fire door on the north side. We could get trapped. Smoke. I know it's here. I got him, I got him! Geh einfach weiter. Dein Controller würde sich da sicher doppelt so lange halten, wenn du die Zahl sehen würdest. Du meinst, ich würde dann nicht mehr so wie bekloppt drauf rumdrücken, sondern mit Vorsicht? Denkst du echt? Ich? Ekel? There's a control room. That's how they raise the train up here. Lower it so we can get out. Der hält eigentlich schon ganz schön lange. Das ist ja der Controller von der Xbox One, die ich habe. Und wann habe ich die gekauft? 2016? 2017? Ich weiß es schon ja nicht mehr. Was denn hier für ein Knopf? Irgendwo müssen wir draufdrücken. So. Aber man könnte hier durch die Glasscheibe gehen, oder? Yes! Richtig cool! Profi. Hallo? Ach, jetzt muss ich... Ah. Die Bombe ist natürlich nicht mit runtergekommen. Die steht noch hier oben. Piep, piep. Piep, piep. Remove cover. Oh, oh, jetzt haben wir gleich wieder ein bisschen Stress wegen Zeit.
fire door, Gordon, engaged. Gordon, open the fire door in the train depot so I can disarm Firefly's bomb at the north end of the bridge. Get off this frequency! Now! Listen, I'm on my way to disarm the bomb at the south end. Have this door open by the time I get back. You let me do my job, and stay the hell out of my way! Damn it. Alfred, there's a fire door blocking my progress. I need codes to get past it. The police should have access to those codes. Perhaps Captain Gordon... Gordon won't cooperate. I'm heading to get the other bomb. Get those codes to me by the time I'm done. Right. I'll do my best. So, wir gehen jetzt noch mal hier runter, weil wir haben ja irgendwas freigedingst. Wir haben doch hier was durchgeschossen. Ah. Wie kann man nochmal rennen? Perfekt. Wie ein Profi. Wenn ihr nicht wüsst, dass ich kein Profi bin, dann hätte das jetzt aber krass danach ausgesehen. Richtig gut. So, der hat noch Feierabend, der Typ, der schläft noch. We thank you for your patience during this busy season. Please have a happy holiday from all of us here at the GTC. Happy holiday. So, hier war ja der Kontrollraum. Wo müssen wir denn weiter? Hier auf der Etage muss es irgendwo weitergehen. Jetzt zeigt mir das auch an. Hier ist ja das Ausrufezeichen. South Pillar. South Pillar. Ich kenne das Spiel echt null, aber bisher muss ich sagen, sieht es ziemlich gut aus. Es ist von 2013, glaube ich. Ich glaube, der Arkham Knight oder Arkham City. Der Teil sah noch mal um Welten besser aus, aber es macht schon Spaß. Ne? Auch wenn ich nicht besonders gut im Leute verkloppen bin. Ich gebe mir Mühe. Ja, gut. Ich bin müde. Warum, Lütke? Ich weiß nicht. Ich bin auch müde. Also, ich war müde. Momentan geht's mir eigentlich wach. Momentan geht's mir eigentlich wach. Kann mich nicht beklagen. So, hier geht's nicht weiter. Der Blindfisch muss nochmal genau gucken. Nicht gleiten hoch. Nö, also weiß ich nicht. Trinken Kaffee. Hast du auch so wenig geschlafen wie ich heute? Oder woran liegt's? So, da kommen wir nicht durch. Wo sollen wir denn hin? Noch was wegsprengen. Ah, da. Da, B5, oder? Nee, hier kommen wir auch nicht durch. Huh. Was ist denn hier mit? Ziemlich kalt sieht es draußen aus. Der Mond ist riesig. Ja, wie gesagt, trinke Kaffee oder isst Schokolade oder so. Vielleicht hilft das ja, Frau Lütke. Bim, 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 bim. So, Tor geht auf. Runter. Eisenstäbe gehen runter. Okay, wenn wir hier wieder raus wollen, müssen wir das so machen.
geht es dann wieder von selber zu, wenn die Energie runter ist? Tatsächlich. Tatsächlich. Es gibt halt von dieser Spielreihe vier Titel. Das erste war, glaube ich, 2007, Arkham Asylum. Dann gab es Arkham City, dann Arkham Knight. Und Origins spielt zeitlich noch vor Asylum. Habe ich gehört. What the fuck? Ich wollte da gerade was sprengen und bin hier runtergefallen. WTF. I need to deal with these last two bombs before I turn my attention to Firefly. Manu? Ah. Wait a minute, there's someone moving around down there. Possibly no! Tracking, talking. Negative. Er hat sich gerettet. Er hat sich gerettet und wir haben ja die Diskussion mit dem Tod oder nicht, hatten wir ja geführt, ne? Sag mal, hier hängt ein Waggon runter. Da ist nicht mehr viel übrig von dem Teil. Ja, einfach hier alles weggesprengt hat, dieser kranke Typ. Hier unten sind ja die U-Bahn-Züge durchgefahren, stimmt. Du solltest eine Umfrage starten. Heute nicht. Heute habe ich nicht so Lust da drauf. Dann werde ich wieder geschimpft, wie blöd ich denn meine Fragen stelle. Wie, die Züge haben Verspätung? Kein Wunder. Da ist noch was da hinten. Ist die Frage, wo müssen wir lang? Oh. Was ist das? Warte mal, ich guck mal noch mal kurz da hinten die Tür an. Oh. Da war was zum Sprengen. Kommen wir da überhaupt hin? Mach einfach eine Umfrage über die Fragestellung. No! Hallo? Der will nicht, dass ich da hingehe, oder? Ich möchte doch nur diese scheiß Tür da sprengen. Muss auf der anderen Seite lang? Was soll das denn hier? Die können mir das doch nicht da hinstellen. Mir zeigen, dass man sprengen kann und dann angeblich komme ich da nicht hin. Ah. Ich bin einfach nur wieder zu doof. Wie so oft. Was ist denn hier? Oh. Nee, oder? Das ist ja da, wo wir waren. Man hätte da nicht hingekonnt. No! Ich hab mich selber gerettet, wie cool, aber wieder in Panik. Was denn, Henrik? So, den einen haben wir ja hier schon zerlegt. Ist hier wieder Sprengstoff dran oder nicht? Ich wäre ganz lieb, wenn nicht. Nee, ist nicht. Super. So.
den drapieren wir hier mal wie eine Weihnachtskugel. Zack. Get off me. Ja, ist okay, ich lasse dich schon los. So, den holen wir uns auch? Nee, leider müssen wir den so zerlegen. So. You heard about the Falconis? What about them? Hey, word on the street is the Penguin's pushing him out of the gun trade. Penguin, huh? I always thought that guy was a chump. Who's the Penguin? See, that's exactly my point. No one's even heard of this guy. And he's messing with the Falconis? Oh, he's going places, man. Heard he's looking for some muscle, too. I might sign up. Count me in. Anyone who can push old man Falcone around is my kind of guy. Yeah, sure. I'll let you know. So, wen taken wir denn down? What's your problem? I got 50 bucks on this fight. You serious? Den hier, oder? Larry, who else? Larry. Ah, den der. I'll take a piece of that action. Ne Dings. Lousy cheap gun. AX, ja. Ja, hallo Morian. Ist eben kein Assassin's Creed. Nee, Hagen, das ist so schon. Für mich ganz schön anstrengend. Krieg ich Kopf. So, die Bombe ist auch aus. Wo müssen wir denn lang? Da kommen wir her, ne? Oder? Nee, hier kommen wir gar nicht her. Morian, schönen guten Abend. Ich hoffe, es geht dir gut. So, ich muss mal hacken. Combustion. Smoldering. One more bomb to go on the opposite end of the bridge. Na, ihr Lieben, mein Bananenbrot ist fertig. Sehr gut. Dann bitte schmecken lassen. Lassen Sie es sich schmecken, Ihr Bananenbrot. Für Umfrageerstellung hast du außerdem einen Mod. Dann können wir den nerven. Ja. Für zukünftige Umfragen können wir den Mod fragen, ob er das übernehmen würde. Okay, I'll call you when I'm at the door. I also thought I'd let you know, the hostages you released have escaped. They're telling tales of a hero who saved their lives. I'm not looking for praise, Alfred. I figured you'd say that. Would it kill you to lighten up a bit, sir? Ist noch zu heiß. Ah, okay, also musst du noch einen Moment warten, bis es abgekühlt ist. Frisch gebacken. Wie cool.
He's burning vehicles now. Half of the bridge is on fire. Keep your distance. Don't provoke him. The bomb squad is nearly here. Yeah, it's her. I need to get to that last bomb before Gordon and his men force Firefly's hand. Aber Feuerfliege. Die Feuerfliege. Das war schon... Na, das ist doch nicht wahr, oder? Wie er immer irgendwo an so einem Stein da glitscht und da nicht rüberkommt. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Es läuft doch hier einfach ganz normal... Ganz normal darüber. Ich verstehe das scheiß Problem nicht. This is an automated alert. We are experiencing an emergency. Please proceed to the nearest exit. Oh, da ist der Batman wieder. Ah, gerade so. So. Nee, hier. Sniper. Impossible. It's only one guy. Yeah, from what I hear, he's got the strength of 10 men. Please, don't give me that baloney. He's only one guy, and there's no way one guy could have done all. I see him. That thing. Ja, super. Found him. Yeah, on me. I got him. Over here. There he is! Found him! Wie lange klebt mir der drin fest? Hoffentlich lange. Wie er sich nicht lösen kann. Was? Der Sniper? I'm claustrophobic. All right, all units, we are breaching. Move in, people. Gordon, I've defused 3 of the 4 bombs. As soon as I defuse the final bomb. We're breaching now. You're too late. Warum hört Gordon nicht auf mich? Alfred, open the fire door. As you wish, sir. Da ist auch eine Tür. Das waren 2 Türen, die ich benutzen konnte. Ah, irgendwas ist hier. Der ist jetzt unter Strom. Das so. Ging da die Tür auf vielleicht, wenn man das unter Strom setzt? Hmm.
Mayday, we're going down. Repeat. Anyone have eyes on Air One? Air Two, command, Air One is down, sir. No survivors. Firefly will pay for this. He's here somewhere. Just gotta keep our eyes open. We should check the wreckage of that chopper. He might be looking for survivors. Nah, the bat's smart enough to know no one survived that. There he is! Looks like it's gonna be a Merry Christmas after all. Stand up for me, boy! Your boss wasn't dead yesterday! Who brought no, Batman! This is how it ends! Strike him open! Surrender. Your choice. Oh, shit. Ow. Mal Level up. Das ist nochmal ein Boss, den wir hier jetzt, glaube ich, ne? Am Hacken haben. I never defused the last bomb. If Firefly finds his remote detonator, everyone on this bridge will die. Wo ist er? Ich alles immer gegen den LKW schieße. Komm her, du dreckiges Schwein. Scheiße. Thank you.
Yes, zieh näher ran, damit ich meine scheuern kann. Ja! Ja! Reiß ihm die Flügel raus. Scheiße. Da ist der Zünder, ne? Sehr gut. Fehlzündung. Nein! Das erinnert mich an die guten alten Jump'n'Run-Spiele, wo der Boss nicht direkt besiegt werden konnte, sondern man ihn immer in Etappen klein machen musste. Genau, der geht dann in verschiedene Phasen, ne? Ja. Ja. Oh, mein Nachbar wird sich schon wieder denken, was schreit der denn da schon wieder so? Was hat der denn? Wo lang? Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Wohin? Wohin? Verdammte Scheiße! Nö. Weiß nicht wohin. Bin tot. Phasen, so wie Korea-Tabs? Nee, nicht so eine Phasen. Andere Phasen. And here I thought I'd finally met my intellectual equal. So much for that. Tschüss, Enigma. Max, du müsstest mal einen Death Counter, wenn du möchtest, nach oben zielen. Ich wusste nicht, wo ich hin musste jetzt in dem Moment. Das sah mir nicht so aus, als ob ich da... Ist das jetzt wieder eine Area, wo man gegen ihn kämpfen muss? Scheint so, ne? So, jetzt aber. Komm her, du Schwein. Danke, Max. Danke, Max. Jetzt aber, komm, wir haben den gleich. Wir haben ihn gleich. Los. Ja. Wie?
I need to grapple onto Firefly. It's a risk I've got to take. Shit. Der sieht ziemlich verbrannt aus im Gesicht. You need a new hobby. He did it. You mean the bat? Don't give him too much credit. Something tells me that if you hadn't given the bomb squad the breach order, this bridge would be at the bottom of the river. Get him out of here. Yeah. Yeah. Oh, guck, da oben sitze ich. Cool. Richtig cool. Dankeschön, Atomi. Vielleicht bis demnächst. Schönen Abend noch. Schöne Woche. I'm not big on taking orders from cops. I should have gotten to that last bomb. Yeah. And I should have given you access to that security door. Oh, er vertraut mir. But between the two of us, we covered it pretty well. Und da ist er schon weg. Hab auch einen schönen Abend noch. So, wie spät ist es? 49. Wir sind aber so langsam durch für heute. Wir haben einen guten Teil der Hauptstory gemacht. Alfred, I am in your house. Oh nein. Say your goodbyes. Once you've had time to turn grief into anger, then you'll be ready to face me. I have left enough life in him for some final words. If you hurry, Alfred! Alfred ist in Gefahr. Alfred! Alfred! My detective vision is down. Hang on, Alfred. Nee, so war das nicht gemeint, Lütke. Einen guten heißt in dem Zusammenhang, dass wir gut vorangekommen sind, also relativ viel für meine Verhältnisse geschafft haben. Einen schlechten Teil würde ich jetzt nicht sagen. Vielleicht das Sammeln der Dinge, also der Collectibles oder so. Weiß Bridge. Nicht. Damn it. Bane damaged the computer. I need to restore detective vision. Hat alles kaputt gekloppt, der Drecksack. Die ganze Bude brennt. Scheiße. Ich hoffe, das Feuer flitzt da so ein bisschen schnell. Ich hoffe, Alfred geht es gut. Wie Bane herausgefunden ist, hat, wer ich bin und jetzt mir die Hölle heiß macht. Wir retten ihn. Aber nicht mehr heute. I need to restore detective vision before I can find Alfred. Nicht mehr heute. Wir retten ihn beim nächsten Mal. Es geht mit Batman nächsten Mittwoch weiter. Ja, und dann gucken wir mal, ob wir Alfred in einem Stück oder in mehreren Stücken kriegen. Der Eugen, 24 Stunden, krass. Du kannst nicht aufhören. Doch, Lütke, ich muss noch arbeiten. Wenn ich jetzt noch weiterspiele, wird's wieder um 10 oder um 11, bis ich fertig bin. Das ist doch doof. Alfred! Damn it. Bane damaged the computer. I need to restore detective vision. Naja. So viel dazu. Kann man hier exit? Hat er gespeichert? Ich bin mir gar nicht sicher, aber ich würde sagen, er hat gespeichert. Glaube ich. Exit, yes. Danke für den Stream. Na, sehr gerne doch. Wir haben jetzt mit einem Cliffhanger aufgehört. Fällt mir gerade mal so auf.
Das war jetzt von einer Action-Szene von der Brücke mit Firefly, die uns ganz schön Buttons gekostet hat, direkt nach Hause, um Alfred jetzt vor Bane zu retten. Bane, ihr kennt den. Bane ist dieser große, starke Typ, der sich mit irgendwas vollpumpt und noch größer und stärker wird. Aber wie gesagt, da kloppen wir nächste Woche wieder drauf. Für heute soll es das gewesen sein. Und wir sehen uns... Entschuldigung. Wir sehen uns, wenn ihr mögt, morgen wieder. Morgen um 16 Uhr versuchen wir es erneut, Elite Dangerous zu streamen. Letzten Donnerstag ist das ja ein bisschen den Bach runtergegangen. Aber diesen Donnerstag sollte es eigentlich besser laufen. Hoffe ich zumindest. Also wir haben das alles soweit eingerichtet und es sollte funktionieren. Wir werden es morgen sehen. Ja. Der Batman ist schon cool. Ist schon cooler Typ. Richtig cool. Vielen lieben Dank fürs dabei sein und vielen lieben Dank an Caustic Faun und an Jaden für die Follows und an Night Dragon für den Host. Danke fürs Streamele. Sehr, sehr gerne. Hast du dir mal Black Mirror angesehen, also das Spiel? Nee, bisher noch nicht. Stimmt, wir hatten das Thema schon mal, ne? Mit Serie Black Mirror, richtig cool, und Serie und Spiel Black Mirror, wo ich noch nicht genau weiß, was da los ist. Aber du hast gesagt, das ist gut, also irgendwann muss ich das dann vielleicht auch mal spielen. Black Mirror Game. Gucken wir gerade mal ein Screenshot an. Mhm. Third-Person Point-and-Click Horror-Adventure. Aha, Horror. Schwarzer Spiegel. Von 2003. Ja, können wir uns mal angucken. Duria, falls ich es wieder vergesse, immer wieder mich dran erinnern, bitte. Und ansonsten müssen wir mal gucken, in welchen Slot wir das dann packen. Weil momentan sind wir ja noch mit Batman, Days Gone und Darkest Dungeon und Elite relativ gut bestückt. Mach ich safe. Sehr gut. Und ich denke mal, für Batman brauchen wir noch 1-2 Streams. Und dann ist ja wieder ein Slot frei. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht einen neuen Slot aufmachen für ein anderes Spiel oder vielleicht dann erstmal Darkest Dungeon zu Ende spielen, wobei das ja in dem Modus, zumindest in dem ich bin, einen Endlos-Modus hat. Also da kannst du scheinbar hunderte von Wochen spielen. Ja, wir kicken mal. Aber ich erinnere mich zumindest daran, dass du mir das Spiel mal anempfohlen hast. Guck gerade mal nochmal bei Steam, da ist es gerade bei 67% günstiger scheinbar. Scotland, 1926. Following the death of his father, David Gordon visits his ancestral home for the first time in his life. Das ist von THQ und King Art. King Art hat es entwickelt. 5 Streams, glaube ich. Du tippst auf 5. Oh, Entschuldigung für das Game-Konzert jetzt hier noch zum Ende. Das ist ja schrecklich. Schönen Abend noch, Dark Spider. Wünsche ich dir auch. So, wir sind jetzt bei der Brücke, ne? Steam. Bridge. Firefly. Return. Es sind noch 4 Hauptstory-Punkte. Vielleicht schaffen wir das auch in einem Stream. Wir haben heute 2 geschafft. Ne, 3 sogar. Und dann könnten wir vielleicht... Ja, mal gucken. Mal kicken, ne? Schauen wir mal. Wir sind auch immerhin schon 20 Stunden an dem Spiel dran, wo ich das jetzt so sehe. Krass. Langes Leben, Herr Morian. Also, vielen lieben Dank fürs Dabeisein an Max, an Frau Ling, an Leon, an Korgan, an Lütke, an Marco, an Morian, an Wormel,
an Silent, an Nduria, an Atomi, an Dark Spider, an Henrik, an Eugen, an haben wir noch jemand? An Deathjack? Hat er was geschrieben gehabt? Ich weiß es gar nicht. Und ja, Cookie guckt zwar auch zu, aber der hatte heute, glaube ich, noch nichts geschrieben. Der ist ja noch beim Haare schneiden. Das ist bestimmt der Leon, der parallel mit Leon-Account, ne? Und mit Keks-Account guckt, glaube ich. So, ich gucke gleich mal, wo wir hingehen. Wir hören jetzt nochmal das schöne Batman-Lied zum Abschied. Und wenn ihr es mögt, sehen wir uns, wie gesagt, morgen oder die Tage. Ich wünsche euch was. Einen wunderschönen Mittwochabend noch.